So, herzlich willkommen zurück. Das ist jetzt Folge 1. Folge 0 ist natürlich die Charakterstellung. Und ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht. Electronic Arts präsentiert eine BioWare-Produktion und Autos, die im Hintergrund immer zu durchfahren. Scheiß Hauptstraße. Jeder bedeutende Moment unserer Geschichte begann mit einem Traum. Hinter jeder großen Errungenschaft stehen Menschen, die bereit waren, alles dafür zu geben. Wir alle lassen unsere Familien zurück, unser Zuhause, den Geburtsort unserer Spezies. Einige streben nach der Entdeckung des Unbekannten. Andere suchen nach einem Neubeginn. Doch welche Gründe wir auch haben, heute machen wir den ersten Schritt in eine neue Zukunft für die Menschheit. Heute beginnen wir, unseren Traum wahr werden zu lassen. Im Jahr 2185 lebte die Menschheit in einem goldenen Zeitalter der interstellaren Raumfahrt. Unsere Entdeckung uralter außerirdischer Ruinen auf dem Mars brachten unsere wissenschaftlichen und technologischen Kenntnisse um Jahrtausende nach vorne. Während viele die neuen Freiheiten und Herausforderungen bei der Erkundung der Milchstraße ausleben, drängt das andere noch zu weiteren entfernten Sternen. Für die 100.000 Abenteuer, die diese Reise ohne Wiederkehr... Eine... Scheiße? Zu schnell. Mass Effect Andromeda, und da sage ich nochmal herzlich willkommen. Hätte ich gleich angefangen zu lesen. Aua. Alter. 634 Jahre später. Datum 0 Stunden, 0 Tage. Willkommen in der Andromeda-Galaxie, würde ich sagen. Das ist die Nexus, oder? Also eine der Archen. Nee. Das ist die Arche Hyperion. Ah, guck mal. Belegung 20.000 Menschen, Kolonisten. Die Arche Hyperion ist nämlich die menschliche Arche. Das, wer meine Teaser geschaut hat, der weiß das. Und die haben auch so ein neues Antriebssystem. Deswegen können die auch ohne Massenportale springen und so. Finde ich sehr, sehr nice. Andromeda-Galaxie. Zielort Habitat 7 im Helios-Cluster. Das ist schon sick, ey. Hyperion. Cryogenics. Kryogenische Anlage. Okay. Okay. Tief durchatmen. Gehen Sie es langsam an. 600 Jahre langsam angehen reichen. Ryder, Aufklärungsexperte, Pathfinder-Missionsteam. Pathfinder-Team, diese Leute suchen uns eine Heimat. Wie wär's mit was Tropischem? Warmes Meer, das ganze Jahr über Sommer. Wollen wir ihm nicht erstmal einen Kaffee holen? Das ist mein asiatischer Bruder. Initiative hat im Zuge des Auswahlprozesses tausende potenziell bewohnbare Planeten in der gesamten Galaxie analysiert. Ryder, mal sehen, wie es Ihnen geht. Hier hinsehen. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Helios-Cluster als unser Ziel ausgewählt. Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschheit. Bei Ihnen klingt das alles so einfach, nicht wahr? Wahl des Tons. Die Wahl des Tons hilft, Ryders Persönlichkeit zu definieren. Emotional, logisch, zwanglos und professionell. So. Was haben wir denn hier? Das ist zwanglos.
Das ist professionell. Okay, wir sind natürlich professionell. Selbst wenn es das nicht wird, wir sind bereit. Das hoffe ich. Wissen Sie etwas? Der Pathfinder will Sie alle in einer Stunde missionsbereit haben. Sehen Sie hierher. Weshalb die Eile? Weiß ich nicht, aber irgendwas ist faul. Okay, alles in Ordnung. Nur eine Sache noch, bevor ich Sie entlasse. Testen wir Ihr Sam-Implantat. Sam, überwachst du alles? Sam, bist du online? Ja, Dr. Tiplero. Guten Morgen, Ryder. Fühlen Sie sich gut? Mein Implantat, Frage. Ja, ich bin voller Tatendrang. Ich tau noch auf. Komm, wir fragen natürlich mein Implantat. Ich bin noch nicht ganz da. Was war das mit meinem Implantat? Nur ein Routinecheck. Wir wollen sichergehen, dass die Verbindung durch die Stase nicht beeinträchtigt wurde. Als Missionscomputer des Teams ist Ihr Wohlergehen mein Hauptanliegen. Vorausgesetzt, die Implantate funktionieren wie versprochen. Sam sieht, was Sie sehen. Theoretisch. Genau wissen wir es erst im Einsatz. Wie fühlen Sie sich ansonsten? Tja, also, ne, ich bin voller Tatendrang. Ich habe mein Käffchen getrunken. Ich bin bereit. Bestätige. Ich registriere einen erhöhten Adrenalinspiegel. Das Neuralimplantat funktioniert einwandfrei. Koffein hat mich schon immer aufgeputscht. Wir sind fertig. Sie können jetzt los. Außer Sie möchten noch bleiben, bis wir Ihre Schwester aufgeweckt haben. Es hilft immer ein vertrautes... Das klingt gar nicht gut. Bis. Was ist hier los? Festhalten! Maschinenraum, Bericht! Halt dich an, verpasst! Auf der Kryo-Station ist die Schwerkraft ausgefallen. Wirklich? Cora hier, ich bin auf der Kryostation. Ich setze das System zurück. Ist allen gut? Ich denke schon. Was war das? Wissen wir nicht, die Sensoren sind gestört. Aber es ist schön, Sie zu sehen. Nach all diesen Jahrhunderten... Hier spricht der Pathfinder. Missionsteams, setzen Sie die Vorbereitungen fort. Cora, Riders, auf die Brücke. Sie haben ihn gehört, wie... Wir haben hier ein Problem. Bei Sarah Ryder. Miss? Wie ist alle? Weiß ich nicht. Boah. Ich will das erst ansehen. Ah. Hallo, ich bin Gian Garth, Gründerin der Andromeda-Initiative. Ich möchte Sie in einer völlig neuen Galaxie willkommen heißen. Moin. Die gute Nachricht lautet, der schwierige Teil ist überstanden. Wir sind angekommen. Falls Sie Fragen haben, nur raus damit. Ja, okay, die anderen Archen. Ihr derzeitiger Aufenthaltsort ist die Arche Hyperion mit der menschlichen Population an Bord. Die salarianische Arche Passero ist im Jahr 2185 aufgebrochen. Im selben Jahr haben auch das Schiff der Asari, die Arche Lucinia sowie die turianische Arche Nathanus die Reise angetreten. Okay. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Arche Hyperion im Helios-Cluster eingetroffen. Weitere Missionsdetails sind aufgrund technischer Probleme nicht verfügbar. Als Aufklärungsexperte ist es Ihre Aufgabe, die Einschätzung goldener Welten durch Erkundung, Kartierung und wissenschaftliche Analysen zu unterstützen. Ihr derzeitiger Befehl lautet, sich auf der Kommandobrücke zum Dienst zu melden. Schön, dass er das war. Die Andromeda-Initiative hat im Zuge des Auswahlprozesses tausende potenziell bewohnbare Planeten in der gesamten Galaxie analysiert. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Helios-Cluster als unser Ziel ausgewählt. Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschheit. Vorbehaltlich der finalen Einschätzung des Pathfinder-Teams wurde Habitat 7 als wahrscheinlichster Kandidat für eine Kolonisierung ausgewählt. Ah ja. Die Aufgabe des Pathfinders ist es, neue Welten zu erkunden und sie hinsichtlich der Errichtung von Außenposten sowie der Besiedelung einzuschätzen. Jeder Arche geht ein Pathfinder voran, der die jeweilige Spezies repräsentiert. Der derzeitige Pathfinder der Arche Hyperion ist Alec Ryder. Laut aktuellem Dienstplan sind Sie dem Pathfinder-Missionsteam zugeteilt, Specialist Ryder.
Wunderbar. Die Andromeda-Initiative umfasst jegliche Kommunikationsfaktoren, einschließlich der Archen, Pathfinder, Außenposten sowie der Nexus. Ah doch, blöd. Die Scheiße. Die Position der Nexus ist unbekannt. Der Status der Außenposten ist unbekannt. Ich bin Gian Garth, Gründerin der Initiative. Also ja. Am Anfang, das liegt. Ja, ja. Sie mir ruhig mal. Ich würde gerne erfahren, wie wir vorankommen. Okay, kann ich mit dir sprechen? Das klingt toll, oder? Zumindest so lange, bis die Schwerkraft ausfällt. So, was ist los hier? Ryder. Geht es meiner Schwester gut? Geil, das aussieht. Sarah ist okay. Ihre Vitalwerte sind bestens, aber der Wiederbelebungsvorgang wurde unterbrochen. Ja. Und wann kann sie aufwachen? Wir wollen nichts überstürzen. Sam? Meine Verbindung zu Sarahs Implantat wurde unterbrochen, aber ihr Puls, ihre Atmung und Hirnaktivität sind völlig normal. Um sicher zu gehen, behalten wir sie noch eine Weile im Koma und lassen ihren Körper dann auf natürliche Weise das Bewusstsein wiedererlangen. Sie schafft das schon. Freut mich, das zu hören. Danke, Lexi. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Interessant. Ich warte an der Tür auf Sie, Ryder. Mhm. Kommen Sie hin, sobald wir los... Keine Sorge, Ryder. Wir kümmern uns um Sie. Sie schafft das schon. Gibt's da wieder Datenpunkte, die man so scannen kann? Ich möchte mich alles ein bisschen angucken. Guck mal hier, Krügelköpfe. Immer noch in Stase. Vitalwerte sehen gut aus. Schön, dass wir das wissen. Und er hier? Der hier schläft noch. Das war... Was ist hier los? Bezweifle ja tatsächlich, dass die Kapseln bauen und da ist dann niemand drin. Ah, ein Datenpad. Nachricht von Captain Dunn. Achtung, Besatzung der Hyperium. Die gute Nachricht ist, dass wir nach 600 Jahren Reise genau dort sind, wo wir sein sollten. Wir sind im Helios-Cluster der Galaxie Andromeda angekommen und schreiben das Jahr 2819. Fuck. Das mit der Stase befasste medizinische Personal soll sich unverzüglich zum Dienst melden. Das Pathfinder-Team hat beim Aufwecken Priorität. Bereiten Sie seine Mitglieder anschließend auf die Feldaufklärung vor. Berichte über ein ungewöhnliches Himmelsphänomen im Cluster werden derzeit geprüft. Mehr dazu in Kürze. Ja, das war irgendwie so eine kristalline Struktur. Guten Tag. Hey, heftiger Weckruf, was? Mit. Haben Sie Ihr Nickerchen genossen, Ryder? Ich glaube, ich brauche für den Rest meines. Nachricht von Gene Garson. Hallo Reise und willkommen zum ersten Tag in Andromeda. Dies ist der Beginn einer neuen Ära für uns alle. Während Sie sich von der Stase erholen, seien Sie vorsichtig, dass Sie in guten Händen finden. In nur wenigen Stunden werden Sie die Hyperium verlassen und zu tausend anderen Kolonisten stoßen. Sie werden Ihr Glück finden und sich das neue Leben aufbauen, von dem Sie immer geträumt haben. Sie mussten lange darauf warten, aber ich verspreche Ihnen, es hat sich gelohnt. Gene Garson, Gründer der Andromeda Initiative. Ja. Der Gravitationsverlust bedeutet morgen, Ryder. Oder keine Ahnung. Gute Frage. Schön, Sie zu sehen, Ryder. Tut mir leid, aber ohne Kaffee. Ich hoffe, jetzt sieht man jetzt nicht wieder alles, was der gute Foster hier schreibt. Wahrscheinlich schon. Oh. Was ist los? Was auch immer die Arche getroffen hat, hat alles gegrillt. Wir müssen die Energielast ausgleichen, sonst könnte es zu einer Explosion kommen. Aber wir wissen nicht, wo der Defekt ist. Ryder könnte ihn finden. Er hat einen Scanner. Schnell, Ryder, setzen Sie ihn ein, um den Defekt zu lokalisieren. Bin schon dabei. Ich werde versuchen, Daten über die zweite Leitung zu erhalten. Hayward, du kümmerst dich hier um. Ich überbrücke das Sicherheitssystem. Es gibt keine Hinweise auf... Relais 2C weist Beschädigungen durch eine Temperaturspitze auf. Ich habe das Problem gefunden. Ein defektes Relais. Ryder, könnten Sie das System zurücksetzen? Wie? Natürlich, direkt die erste... Das war's. Es wurde zurückgesetzt. Ich leite die Energie jetzt um. Das Netz stabilisiert sich. Entklappt. Wir sind im grünen Bereich. Ein Glück. Ja? Das ist ja lustig, dass ich hier so scannen kann. Gute Arbeit, Ryder. Jetzt können wir uns auf den Weg zur Bahn machen.
Ja, okay. Wir arbeiten mit Klebeband und Gummibändern. Es wird als mit ziemlicher Sicherheit wieder passieren. Toll. Das ist cool. Wir sind gerade erst in der Andromeda angekommen und stecken schon in Schwierigkeiten. Ja, ne? Eigenes Tracking-Logs aus Munch-Logs. Ach du Scheiße. Aufbruch. 2185. Abweichung reduziert. Korrigiert. Ernährung bestätigt. Blablabla. Okay, Fehler. Das dürfte nicht erforderlich sein. Das Abenteuer beginnt. Ja, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob Ihr Vater das auch so sehen wird. Also dann, bringen Sie uns mal zur Brücke. Ja, dann. Ach du Scheiße, die ist größer, wie ich dachte. Ich dachte nicht, dass sie so groß ist, die fucking Arche. Weil die im größten Vergleich zu dem Schiff von uns da nicht so aussah, okay? Steuerkontrolle, Bericht! Wir driften! Die Flugsteuerung reagiert nicht. Wir müssen die Energieversorgung stabilisieren. Hauptenergie ist ausgefallen. Wir laufen auf den letzten Reserven. Unsere Position? Unbekannt, die Telemetrie ist defekt. Sam, wir brauchen mehr Daten. Alter, steht der? Ich kalibriere das Sensorgitter. Alec, bitte. Sie sind zwar der Pathfinder, aber das ist mein Schiff. Das Protokoll ist eindeutig, Captain. Besteht kein Kontakt zu Nexus oder den anderen Archen. Begeben wir uns zur vorgesehenen goldenen Welt. Auf festen Boden. Falls es sie überhaupt gibt. Niemand hat irgendetwas von einer Energiewolke gesagt. Oder womit auch immer wir es hier zu tun haben. Ich meine, in 600 Jahren kann viel passieren. Alec, ich muss die Schäden einschätzen und Reparaturen einleiten. Wir haben 20.000 schlafende Menschen an Bord. Geben wir ihnen die Chance aufzuwachen. Was denken Sie? Boah, ja, ich bin hier, ne? Sie ist der Captain. Das letzte Wort sollte bei ihr liegen. Naja, er könnte... Es geht nicht darum, wer hier das letzte Wort hat. Ja, Sir. Wir kommen raus! Mein Gott! Ist das unsere goldene Welt? Na, die ist nicht mehr so das cool. Ist Habitat 7, die neue Erde, wenn wir Glück haben. Ja, das würde diese Nebel-Dings... Alle unsere Langstreckenscans haben sie als die perfekte Welt für eine Besiedlung ausgewiesen. So sieht sie aber nicht aus. Weites Tons. Sieht schlimm aus, logisch. Dürfen jetzt nicht aufgeben. Stimmt. Der Planet wirkt ziemlich unwirtlich. Stimmen die Scans? Gute Frage. In 600 Jahren kann sich viel verändern. Sam? Die Energie des Phänomens stört unsere Sensoren. Planetare Bedingungen sind unbekannt. Wir sind havariert. Und treiben mit 20.000 Seelen durchs All. Wenn uns die Energie ausgeht, wir müssen wissen, ob wir dort leben können. Und wenn nicht? Dann muss ich als Pathfinder eine Alternative finden. Dafür wurden wir ausgebildet. Aber mit etwas Glück sind wir schon zu Hause. Gut, aber beeilen Sie sich. Papa, der Rest des Teams sollte jetzt wach sein. Lassen Sie zwei Shuttles bereit machen. Wir starten in 30 Minuten. Ja, Sir. Er ist dickköpfig, nicht wahr? Er ist besorgt. Auf seine Art. Geben Sie ihm eine Chance. Sie haben recht. Er ist unser Pathfinder. Wenn das hier schief geht, brauchen wir ihn mehr als je zuvor. Ich brauche den Status der Reparaturen. Ohne Sensoren sind wir blind. Na, das ist ja toll. Das sieht aus, als würde der die Welt einfach aufsaugen. Wie Galactus, weißt du? Ach du Scheiße. Sarah wird's hassen, dass sie das hier verpasst. Sind alle Riders Adrenalin-Junkies? Ich schätze, es liegt uns im Blut. Sie kam eine Minute vor mir auf die Welt. Sie konnte es nicht erwarten. Nur keine Sorge. Ich bin mir sicher, sie kommt durch. Ja. Und sie wird Geschichten hören wollen. Also gehen wir da raus und erleben welche.
Okay. Okay, Sie sollten Ihren Helm holen. Und machen Sie vielleicht nochmal am Glücksstein halt, bevor wir aufbrechen. Glücksstein? Was? Ein alter Aberglaube Ihres Vaters. Okay, würde ich sagen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Das war sehr erleuchtend.